Hallo auf meinem YouTube-Kanal im Küchengarten. Ich bin heute am Garten-YouTuber-Treffen im Rigottiland bei Florian Rigotti. Und ich möchte diese Chance ergreifen, um euch eine Sammlung der besten Tomatentipps von allen Garten-YouTubern, die hier auf diesem Treffen sind, zu geben. Deswegen bin ich hier im großen Gewächshaus von Florian Rigotti, umgeben von all diesen tollen Sorten, die er hier hat. Und ich werde mir jetzt einen meiner Garten-YouTube-Kollegen nach dem anderen holen und möchte Ihnen ihre Geheimnisse zur erfolgreichen Tomatenaufzucht, Anzucht, Düngung, Pflege und natürlich auch Ernte zu entlocken. Ich bin jetzt hier mit Heiko vom YouTube-Kanal 1001 Gartentipps. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Und er teilt mit uns heute seinen Tomatentipp. Jawohl. Und Florian hat ihn sogar umgesetzt, aber den hat er nicht von mir, den hat er vom Tomatenflüsterer. Mhm. Und zwar ziehe ich sehr gern die Tomaten mehrtriebig. Das macht ein bisschen mehr Aufwand. Ich habe aber viel kräftigere, viel gesündere Pflanzen. Und das Spannende ist, das habe ich nirgends gelesen, sondern das habe ich selbst entdeckt. Denn ich mache ja schon ein paar Tage länger Videos und wollte ein Video machen, wie man ausgeizt und wie wichtig das Ausgeizen ist. Und das Ziel war, Referenzpflanzen zu haben, die ich nicht ausgegeizt habe und welche, die ich ausgeize. Und tatsächlich war das Endergebnis, dass die nicht ausgegeizte viel besser gewachsen ist, viel mehr Ertrag hatte, weniger Krankheiten hatte. Und dann dachte ich, shit, jetzt muss ich mal meine Videoidee umbauen. Aber ich wusste jetzt, wie ich an gesunde Tomatenpflanzen komme. Mhm. Es ist ein bisschen aufwendiger, weil du musst die mehrfach hochbinden. Hier, Rigotti hat Spannschnüre und hängt das dann von oben auf. Wenn du das im Beet machst, natürlich dann mit 3, 4, 5 Stäben und umbunden, ist ein bisschen aufwendiger, aber probier es mal aus. Vielleicht eins noch, damit wir nicht jetzt was Falsches erzeugen. Ja. Trotzdem muss man dafür sorgen, dass zwischen den Blättern Luft reinkommt, dass der Wind durchwehen kann. Also es sollte dann so weit auseinandergebunden sein. Und dann braucht man auch ein bisschen mehr Platz zwischen den Tomatenpflanzen. Hast du da ungefähr eine Regel, wie viele verschiedene Triebe du lässt? Oder machst du das je nach Sorte, nach Gusto, wie es kommt? Also für das Experiment habe ich tatsächlich nichts ausgeknipst und habe einfach da nur die Triebe hochgebunden. Mhm. Und jetzt gehe ich so daher, wie das im Beet halt passt, wie die Mischkultur ringsrum das zulässt. Mhm. Oder am Hauswand, wie viel Schnüre ich da spannen kann. Okay. Ja, das muss man individuell machen. Ein toller Tipp, das habe ich mir auch schon gedacht, dass ich den nächstes Jahr bei mir auch ausprobiere. Vielen Dank, Heiko. Sehr gut. Jetzt habe ich hier meine liebe Freundin Maren vom YouTube-Kanal Marens Schwabengarten und sie hat auch einen ihrer speziellen Tomatentipps für uns. Tomaten nicht so viel gießen und lieber mulchen, dann reicht es vollkommen, die einmal in der Woche zu gießen und der Geschmack wird ganz aromatisch. Probiert's mal aus. Danke, Maren. Es war sehr schön, dich hier im YouTuber-Treffen wiederzusehen. Ja, super. War schön. Schaut mal, wen ich jetzt gefunden habe. Rigotti himself. Und auch er hat einen Tomatentipp für uns, der sich gewaschen hat. Nein, nicht der sich gewaschen hat. Es waren jetzt schon einige vor mir dran, die die tollen Tipps weg haben. Aber ich würde sagen, wenn ihr Tomaten anbauen wollt, baut eine Vielfalt an. Nicht eine Sorte, sondern wenn ihr viele verschiedene Sorten habt und kocht die dann ein, natürlich auch so essen, aber am Schluss kocht man ja viel dann ein, die ganze Masse, dann habt ihr eine Tomatensoße, die richtig gut schmeckt, verspreche ich euch. Einfach Vielfalt walten lassen im Gewächshaus. Also ich muss sagen, der Tipp war toll. Dankeschön. Jetzt schaut's mal, wen ich gefunden habe. Den Tomatenflüsterer höchstpersönlich. Auch er wird heute mit uns einen ganz besonderen Tomatentipp teilen. Ja, grüß euch. Mein besonderer Tomatentipp ist, ich tue alle meine Tomatenpflanzen mit Mykorrhiza behandeln. Mykorrhiza ist ein Pilz, den gießt man, kann man als Granulat oder als Lösung kaufen und den gießt man einfach beim Auspflanzen auf die Wurzeln drauf. Mhm. Dieser Pilz, der geht eine Symbiose mit den Wurzeln ein und
Dadurch kann die Tomatenpflanze viel mehr Wasser erschließen, viel mehr Nährstoffe aufnehmen, einfach weil dieser Pilz viel feinere Wurzeln hat als die Wurzel selber. Mhm. Im Gegensatz dazu kriegt halt der Pilz ein bisschen Zucker von den Blättern, den er nicht selber produzieren kann. Also die profitieren dann beide davon. Mhm. Und seit ich das verwende, muss ich sagen, dass meine Pflanzen noch mehr spurkräftiger sind, noch mehr wachsen. Und natürlich, nachdem ich auch nicht gieße bei mir, kommen sie natürlich auch mit viel weniger Wasser aus. Mhm. Also das ist ein sensationeller Tipp, das werde ich nächstes Jahr auch probieren. Kann man allerdings auch bei allen Pflanzen verwenden. Mhm. Also auch bei Paprika, Chili oder generell bei Gemüse. Mhm. Und du natürlich hast es bei den Tomaten extrem ausprobiert und kannst genau, die Erfolge ich bestätigen. Genau, ich verwende es jetzt auch bei den Chilis, bei der Paprika. Mhm. Super, vielen Dank Thomas. Gerne. Schaut mal, wen ich jetzt noch gefunden habe. Und zwar ist das Sascha vom Kanal Selfbio. Hallo Sascha. Hi. Auch du bist mit einem richtig guten Tomatentipp gekommen. Ich hoffe. Ja, dann leg los. Die große Tomate hier. Mhm. Guck mal, jetzt haben wir ja gerade mal Anfang August. Und wenn es warm bleibt, dann haben wir noch zwei gute Monate, wo die wächst und hier oben sind Früchte, da sind neue Blüten dran. Aber, kannst ja gleich mal zeigen, die stößt jetzt hier an die Decke. Mhm. Also, was nimmt man? Das ist ja schon mal gut. Wir sind ja hier beim Florian im Gewächshaus. Er hat hier diese Jute-Schnüre. Mhm. Aber hätte er einen Tomatenhaken benutzt, egal ob er den jetzt braucht oder nicht, hätte er jetzt einfach den Haken runternehmen können. Mhm. 20, 40 cm ablassen und die Spitze von der Pflanze wäre dann auf einmal hier. Mhm. Die wird dann so ein bisschen, der Stiel wird sich ein bisschen biegen, aber nicht abbrechen. Und die können dann wieder schön hochwachsen. Mhm. Und das macht man im Profibereich. Es ist in privaten, bei einigen Tomaten nicht immer nötig. Du siehst ja, da sind auch ziemlich kleine. Ja. Hätte der die aber nicht mehrtriebig, sondern eintriebig gezogen, dann wären die jetzt auch schon ein bisschen höher. Und so kann man mehr Ernte und einfahren. Aber selbst wenn die Tomaten so klein bleiben, es stört ja nicht, dann schneidet man oben die Schnur ab und hat dann den Haken fürs nächste Jahr. Mhm. Also ein Tipp, wie man einfach mehr Ernte über einen längeren Zeitraum generieren kann. Genau, auf demselben Platz. Mhm. Dankeschön. Gerne. Schaut's mal, wen ich da gefunden habe. Das ist der Tobi vom Kanal Tobias Kabel. Oder heißt er jetzt Tobis Feigen? Hast du ihn umbenannt? Tobi Kabel. Na, dann bin ich eh noch up to date total. Und er hat einen ganz besonderen Tomatentipp für uns. Ja, am besten rausreise ohne feige Pflanze. Wieso genau? Ja, erstens schmeckt saugeil und zweitens die Feige absolut Pflanze der Zukunft. Trockenheit, kein Problem. Also ihr hört es, es gibt doch solche Meinungen. Danke, Tobi. Gerne. Einen Tomatentipp. Und ich habe extra vorher nicht gefragt, was die anderen gesagt haben. Ja, genau. Er hat gesagt, er will es spannend machen. Es ist ein halber. Man muss selber noch rausfinden, wie es weitergeht. Okay, das ist ja ganz aufregend. Ja, das heißt, die Antwort schreibt man in die Kommentare? Ja, es ist eine Kurzula. Okay. Und da gibt es ja Kurzula 5, 7, 12, 3, 2, 1, 5, 7, 12, 14 oder so. Und ich kann mir meine nie merken, aber es ist irgendwas mit 1, 2, 4 oder so. Okay. Hervorragend. Haben wir was Ähnliches hier stehen? Nee, haben wir es gerade nicht. Wird ungefähr so groß, gestreift, ja. Wunderschön und Massenträger. Und schmeckt super. Also Kurzula 125, glaube ich. Okay. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ein großes Dankeschön an meine YouTube-Kollegen fürs Mitmachen in diesem Video und dass sie ihre Geheimnisse mit uns geteilt haben. Alle Kanäle, die in diesem Video vorgekommen sind, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Gerne das Video teilen, liken, kommentieren. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar geheime Tipps, die hier nicht erwähnt wurden. Ich hoffe, bei euch fällt die Tomatenernte auch großartig aus, so wie hier bei Florian. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, dann wieder aus dem Küchengarten. Bis dann, alles Liebe, ciao. Gut. Habe ich kein Marmeladenzeug? Nein, gar nicht, alles gut.
Also nochmal. Nochmal. Kurz. Okay. Nee, noch nie, jetzt also. Ernst. Das ist ganz kurz und jeder hat da so... Du hast einen Tipp erzwungen. Ganz genau. Achso, weil... Ja. Sehe ich auch attraktiv genug. Ja, das werden wir dann nachher fragen. Ja. Hinterlasst es in der Beschreibung, in den Kommentaren. Boah, mache Hände waschen, jetzt rieche ich nach Huhn. Na grün. Ja. Ja. Guck mal, sieht man die denn? Ja, die sieht man. Bis oben, ja. Ja, na, okay. Sieht man, dass die wackelt? Ist egal, sowas ist cool. Okay. Wie ihr wisst, ich bin ja auf geheimer Mission. Von jedem Garten-YouTuber, der hier auf dem, oder fast jedem, ein paar sind mir schon entfleucht, der sich hier auf dem Garten-YouTuber-Treffen eingefunden hat, einen geheimen Tomatentipp zu erfragen. Hat der Satz gestimmt? Nicht der war so zu lang. Hey, Takeouts, yeah. Dein Seitenblick habe ich gesehen. Irgendwie kommt es dann immer zusammen.